Ja, hallo Rüdiger, zum erneuten Pläuschgen. Wir haben ja heute ein kleines Special, weil die Ereignisse überschlagen sich ja gerade bei unserem Lieblingsverein, dem FC Schalke 04. Nach dem Katastrophenspiel gestern, dem 3:5 zu Hause gegen Darmstadt, gab es ja heute die Situation, dass Gerrards und Wilmots entlassen worden sind. Wie schätzt du die Situation ein? Ja, als Erster muss man da wirklich sagen, nach dem schlechten Spiel, das wir gestern da hingelegt haben, war mir schon fast klar gewesen, dass der Vorstand da reagieren drauf muss, weil im Endeffekt ist es ja auch so, mit von 6 Spielen nur 4 Punkte geholt. Also das ist ein bisschen wenig und wir rutschten da immer ein bisschen mehr tiefer rein. Aber wie gesagt, der Vorstand hat das jetzt so entschieden. Ich glaube auch, dass das die beste Möglichkeit war für den Verein. Und ja, jetzt müssen wir schauen, was Ben Manga da jetzt entweder für einen Trainer holt oder eben auch andere Sachen macht im Verein. Und vielleicht wird er Sportdirektor. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen im Verein. Und dann werden wir weitersehen. Okay. Ich meine, gut, dass der Trainer in so einer Situation gefeuert wird, ist natürlich irgendwo verständlich. Auf der anderen Seite, Wilmots muss auch mitgehen. Lag das an seiner Äußerung, dass er sich hinter den Trainer stellt? Oder warum muss jetzt der Marc da auch sofort den Verein oder wird freigestellt? Er hat wahrscheinlich einen Riesenfehler gemacht. Er hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er hinterm Trainer steht, was überhaupt nicht die Frage war von der Presse, sondern er hat im Endeffekt ein Fass aufgemacht, weil er gesagt hat, ich stehe hinterm Trainer automatisch. Man kennt ja nun mittlerweile die Presse auch über Jahre, wie die darauf reagieren. Die haben also gemerkt, dass er gesagt hat, er steht hinterm Trainer und die Frage war gar nicht gewesen, ob er hinterm Trainer steht, sondern die Frage hätte sein müssen von seiner Seite, wir bereden das unter 4 Augen oder viel besser unter 8 Augen, Ben Manga, Tillmann, er und Trainer. Und dann werden wir nächste Woche dann ein Statement für abgeben. Und das hat er nicht gemacht und automatisch ist er jetzt da mit in diese Kurve reingefahren. Gut, also dieses Gespräch wird es dann auch nicht mehr geben. Ne? Nein, Also, auf sicher. Das ist klar, das wird es nicht mehr die geben. Frage stellt sich nicht Ja. mehr. Jetzt ist als Interimstrainer hier unser U23-Trainer, springt erstmal ein bis zur Länderspielpause. Du hast gesagt, für dich war das abzusehen. Wie lange dauert es jetzt, bis man da so vernünftigerweise wieder einen Trainer an Bord holen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Vorstand vorhat. Vielleicht nehmen sie ehemalige Spieler. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat Ben Manga schon längst einen im Köcher. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass der Trainer der U23 jetzt da Cheftrainer wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er hat bei der U23 immer gute Arbeit gemacht. Das weiß ich, weil ich oft genug die U23 mir angeguckt habe. Aber ich glaube nicht auf Dauer, dass er da Cheftrainer wird. Ja, ich meine, Sinn macht es ja ein bisschen. Einige Leute von der U23 trainiert ja mit. Die kennt er dann auch. Aber nach der Länderspielpause wird dann hoffentlich ein neuer Trainer da ausgekoren. So, wir sprechen morgen ganz ausführlich über das Spiel Darmstadt im Legendentalk zu etwas späterer Zeit. Nicht am Montag, sondern wir haben das vorgezogen, weil da die Seele kocht, auch bei dir. Und dann freuen wir uns schon Ja. Am Sonntag auf den Legendentalk mit dir. Ja, genau. Ich freue mich auch schon. Alles Glück klar. auf. Glück auf.